Ich erinnere mich daran, an den einen Tag, an diesen einen Tag. Ach, Scheiße. Damals war es ein heißer Sommertag. Ja, damals. An dem Tag, wo so gut wie alle Menschen verschwunden waren. Und das zur gleichen Zeit. Ja, ihr habt richtig gehört. Ach, ihr wisst es sowieso. Für wen nehme ich das eigentlich auf? Ohne Scheiß. Nur rund 5000 Menschen sind noch übrig geblieben. Und ich weiß nicht wieso, aber irgendeine künstliche Intelligenz, irgendeine robotische Stimme zwingt uns, diese Spiele zu spielen. Ja, Spiele. Spiele auf Leben und Tod. Es verschwanden. Nein, nein, diesmal nicht. Diesmal verschwanden die Menschen nicht. Diesmal starben alle. Sogar Menschen vor meinen eigenen Augen. Mein Name ist Steven. Ich fresse hier die letzte Chipstüte. Die letzte, die es hier in New York gibt. Weiter raus können wir auch nicht. Als ob die Welt sich alles zurückholt, weil viel mehr Tiere, auch exotische Tiere wie Pumas oder Tiger, sind hier. Na klar, es sind die Tiger, die beinahe verhungert sind in den Zoos. Die sind alle hier. Ja. Und fressen die Menschen. Ich will wissen, wer der Game Master ist. Ich muss diese Spiele beenden und alle Menschen wiederholen. Herrgott, ich glaube nicht mal, dass es unsere Welt ist, sondern mittlerweile glaube ich eher, dass wir verschwunden sind. Wir sind hier in diesem Land. Wir sind gefangen. Das ist nicht unsere Welt. Nein, ganz sicher nicht. Es ist ihre. Wer auch immer sie sind. Ich habe mir hier Freunde gefunden. Und mit diesen Freunden, es sind genau drei. Einmal Sven, ein Austauschschüler aus, ja, irgendwo aus, ich weiß nicht, Europa, Norwegen oder so. Dann noch Michael, mein bester Freund aus Kindertagen, und meine Freundin, Erika. Zusammen, wenn wir die Spiele gewinnen, alle diese Karten finden, um dieses Land zu verlassen. Oh Scheiße, wir müssen bald wieder spielen. Unsere Visa laufen aus. Und wir spielen hier wirklich um unser Leben. Ach ja, ihr wollt wahrscheinlich wissen, wie wir dieses Land nennen. Wir nennen es Borderland.